Jedes Wesen hat einen Wert. Und dieser Wert ist die Existenz des Wesens. Wenn wir Wertschätzung ausdrücken, dann können wir die Würde, den Wesenskern von dem Wesen, von der Person würdigen und unsere Wertschätzung ausdrücken. Der wahre Wert ist die Seele, ist das Göttliche in der Person, in dem Wesen. Und so, wenn wir sagen, Wertschätzung schenken, ist das eigentlich nicht der Fall, denn der Wert ist bereits da. Wir können ausdrücken, dass wir uns diesem Wert bewusst sind. Zum Beispiel in der Yoga-Tradition ist der klassische Gruß Namaskar. Dabei nehmen wir so die Hände zusammen, berühren das Zentrum unseres Geistes und unseres Herzens. Und wir sagen dann Namaskar. Das bedeutet, ich grüße dich, ich grüße die Göttlichkeit in dir mit der Kraft meines Geistes und mit der Liebe meines Herzens. Namaskar. Das ist eine Form, Wertschätzung auszudrücken. Und das ist die spirituelle Ebene, Wertschätzung auszudrücken. Dann gibt es auch die Ebene, auszudrücken, wie dankbar wir sind für die Handlung, die jemand getan hat, für den Dienst, den jemand getan hat. Unsere Dankbarkeit ausdrücken für die Handlung, für den Dienst, den jemand getan hat. Das ist auch Wertschätzung ausdrücken. Dabei hilft es, dass wir uns über unseren eigenen Wert bewusst sind. Und das ist der Wert unserer Seele, unseres Wesenskerns, der Göttlichkeit in uns. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann hilft es uns, den Wesenskern, den wahren Wert in anderen zu sehen. Und dann gibt es eine noch tiefere Ebene der Wertschätzung, und das ist, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass unser Wert, unsere Seele oder die Seele von anderen, die Existenz von anderen aus einer Quelle kommt, aus einer kosmischen Quelle, was wir im Yoga kosmisches, unendliches Bewusstsein nennen. Und wenn wir uns dessen bewusst sind und diese Dankbarkeit fühlen für diese Existenz, für diese Erfahrung, die wir machen können, dann ist das eine sehr feine Form der Wertschätzung. Das sind verschiedene Ausdrücke von einer Natürlichkeit und gleichzeitig von einem spirituellen Gefühl, einem spirituellen Verständnis von dem Wesen, von dem wahren Wert in allem.